Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen hier aus Dresden, beziehungsweise von der Strecke Dresden-Riesa aus der Baureihe 250, Lok 004-9. Wir fahren einen Güterzug von Röderau nach Dresden auf der Strecke Dresden-Riesa. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ihr seht schon Baureihe 155, beziehungsweise Baureihe 250. Es ist dunkel, es ist ein bisschen neblig, es ist cozy time, es ist kalt draußen, also zieht euch warm an, legt euch eine Decke um, es wird ganz, ganz gemütlich heute. So, einmal den Bremsschlüssel noch aufgesperrt. Können wir schon mal lösen. Lokbremse lassen wir mal angezogen. Dann Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung. Das passt soweit. Dann können wir den Bremskraftwähler, ja, können wir ein bisschen hochstellen. Den Zugkraftwähler ein bisschen runter noch. Dann können wir uns die Instrumentenbeleuchtung anschalten und die PZB und LZB. Mittlere Zugart ist an. Das machen wir uns noch an. Die Leuchtmelder funktionieren alle. Können wir hier nochmal prüfen. Hervorragend. Dann können wir das Führerstandslicht eigentlich soweit ausschalten. Na, ja, wobei noch nicht ganz. Und zwar einmal noch die Kontrollleuchten, die würde ich gerne anschalten. Führerstandspultbeleuchtung auch ein bisschen hochgedreht. Bremsen lösen. SIFA. Licht aus. Und wir dürfen mit 60 fahren. Das heißt also, wir lösen die direkte Bremse und schalten Leistung auf. Zug rollt. Wir nehmen die Leistung einmal runter, um zu schauen, ob irgendeine Bremse noch angezogen ist. Aber wir rollen weiter. Hervorragend. Dann können wir die Leistung aufgeschaltet lassen. Und fahren aus. Ja, lange her, das letzte Mal Baureihe 155. Definitiv noch nicht zu TSW-Zeiten, zu TSW-4-Zeiten. Ich würde vielleicht mal ein bisschen die Anzeigen hier etwas dimmen, weil die doch etwas sehr hell sind. Sind das die Kontrollleuchten? Nee. Die Kontrollleuchten sind hier. Die Pultbeleuchtung ist das auch nicht. Ich glaube, ich kann tatsächlich die Beleuchtung von denen Reglern hier gar nicht einstellen. Aber gut, dann ist das so. Ich glaube, denen können wir das hier vielleicht dunkel machen. Also wenn wir hier auf die Helligkeit gehen und dann hier auf runter. Genau. Ja, so ist gut. Hervorragend. Ja, wir haben Wechselblinken aktiv, das heißt also, wir dürfen vor Max jetzt gerade 40 fahren. Und ich glaube, wir fahren in den Sonnenaufgang hinein. Ja, wobei, na, schauen wir mal. Also, ihr seht, es ist neblig. Wir haben hier ordentlich Nebel vor der Scheibe. Die Sichtverhältnisse sind also entsprechend heute schlecht. So, PÜ ist unten. So, wir nehmen die Leistung raus. Hertz Beeinflussung ist weg, dann befreien wir uns mal. Haben wir. Und dann können wir jetzt tatsächlich auf die 60 hoch beschleunigen. Fädeln hier auf die Hauptstrecke ein. Es kommt auch kein Zug, zum Glück.
Ja, Baureihe 250. Repaint ist von meinem guten Freund, dem Cat Gaming. Gibt's im Creators Club. Und ob hier dürfen wir 120 fahren? Ich denke, das ist doch vor Max unseres Zuges heute. Oder? Was haben wir denn eigentlich für Wagen hinten dran? Ja, das kann man kaum erkennen. Das ist sehr dunkel. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir 120 fahren dürfen. Ich frage mich gerade, ob die Fahrmotoren eigentlich an sind. Lüfter. So. So. Also nicht die Fahrmotoren, sondern die Fahrmotorlüfter. Natürlich sind die Fahrmotoren an. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch immer noch. Das Dröhnen ist doch auf jeden Fall sehr, sehr laut. Herrlich. So, dann guck nochmal, wir dürfen 120 jetzt fahren. Die dürfen wir mittlerweile ausfahren, dann machen wir das auch natürlich. Wir haben keine Zwischenhalte, wir sollen einfach nur dann hinter Dresden Mitte irgendwann, also am Dresden Hauptbahnhof vorbeifahrend anhalten. So, gehen mal hier die Fahrstufen mal rein. Fahrstufe 26, das müsste definitiv ausreichen an Zugkraft. Gehen wir noch einen weiter rein. Wie viel können wir? Wir haben über 30 tatsächlich. Ist das die Trennstelle? Einmal die Leistung raus und zu spät. Wo ist denn der Hauptschalter? Habe ich direkt den Stromabnehmer mit rausgenommen. Sehr gut. Good job. Nein, nicht hoch. Runter. So, ich glaube, ich kann den Hauptschalter auch mittlerweile wieder reinpacken. Ja, nächstes Mal müsste man da vielleicht von vorne reingucken, wo eigentlich genau der Hauptschalter ist. So, die Leistung ist mittlerweile komplett auf Null gesetzt. Dann können wir den Stromabnehmer heben. Und wenn wir sehen, dass wir Fahrradspannung haben. Wir haben anscheinend keine Fahrradspannung. Okay. Dann können wir den Hauptschalter schließen. Okay. Gut, Fahrradspannung wird uns erst angezeigt, wenn wir tatsächlich den Hauptschalter schließen. Ja, hier können wir unsere Bremsen überwachen. Bremszylinder. Hauptluftleitung, Hauptluftbehälter und hier haben wir den Oberstrom einerseits und hier links die Fahrradspannung. Ja, hier ist alles dunkel, da sieht man nichts. Wir sehen auch hier, GSMR ist aktiv, eingewählt im Netz der DB. Okay, also aus irgendeinem Grund wird keine Leistung aufgeschaltet. Why? Leistung. Warum? Der Hauptschalter ist doch geschlossen.
werden immer langsamer. Vielleicht den Zugkraftfehler erhöhen. Bringt auch nichts. Bremskraftfehler bringt auch nichts. Bremsen sind alle gelöst. Fahrtrichtungsfehler ist in Vorwärtsstellung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, wir müssen den Transformator einschalten. Okay. Weil jetzt haben wir auch Oberstrom. Okay, jetzt haben wir aber viel zu viel Leistung auf einmal aufgeschaltet. Weil ihr habt es gemerkt, in dem Moment, wo der Transformator eingeschaltet wurde, ist die Lok so ein bisschen gesprungen. Das sollte man in Realität natürlich nicht machen. Also jetzt laufen die Leistungen aber auch wieder ab, die Fahrstufen. Warum? Warum dies, warum jenes? Warum ist die Fahrt nicht so entspannt, wie ich sie erwartet habe? Transformator ist ein, Hauptschalter ist an. Schon mal wie meist. So. Und jetzt aber, Leistung. Gib mir Leistung. Vielleicht haben wir zu viel Leistung aufgeschaltet. Vielleicht haben wir das Oberstromlimit tangiert. Und dementsprechend haben wir dann nicht mehr Leistung verfügt, weil, wie gesagt, eben die Leistung sprunghaft angestiegen ist. Aber jetzt scheint es wohl zu funktionieren. Jetzt können wir tatsächlich aufschalten. Und da kommt uns noch 143, glaube ich, entgegen. Jawohl, und wir werden endlich auch schneller. Oder nee, gar nicht, es sind 101. Vor dem roten Signal hier haltend. Herrlich. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist doch ein tolles Bild. Wir sind ganz normal hier im Fahrplan unterwegs, kein Szenario, kein Freeroam-Modus, nix. Einfach nur als Szenario. Das müsste, glaube ich. Okay, gut. Dresden Mitte, 33 Kilometer. Lang ist es jetzt noch nicht mehr. Weiteren Stoß schon so 120 fahren. Machen wir auch hier unterm Sternenhimmel. Sieht schon sehr schön aus. Wir könnten natürlich den Nebel vielleicht ein bisschen runterstellen. Also sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Hier das Ende unseres Zuges. Ja. Bringt jetzt nicht vieles zu zeigen. Kleines Bild, das wir mal zwischendurch machen können. Und ja, da sehen wir auch so ein bisschen den Zug hinter uns. Ja, herrlich. So, versuchen schon wieder an die 120 anzukommen. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Jetzt nicht so ewig rumtrödeln. Eine AFB haben wir natürlich nicht. So, kann schon mal ein bisschen die Fahrstufen wieder runterlaufen lassen. Und schauen, dass wir jetzt die Geschwindigkeit halten.
Also dieses Minimal HUD, das wir halt haben, seit TSV 4 führt automatisch dazu, dass man sich viel, viel mehr auf die Instrumente im Führerstand konzentriert. Sonst guckt man ja immer hier auf das große HUD da drauf. Und so ist das Erlebnis doch deutlich immersiver tatsächlich, dass man gezwungen ist, immer auf die Instrumente zu gucken, was hier die Geschwindigkeit ist. So, ich glaube, wir werden wieder ein bisschen langsamer. Ja. Sehr schön. Ja, Baureihe 250, Bezeichnungsschemata der Deutschen Reichsbahn. Heute geführt als Baureihe 155. Und ja, so genießen wir diese Fahrt hier im Dunkeln. Ich denke mal, wir haben noch ungefähr so 20 Minuten vor uns. Ich rechne mal jetzt hier mit einer grünen Welle bis dahin. Ich denke nicht, dass da irgendjemand vor uns rumtrödeln wird. So, ich nehme mal die Leistung raus. Was anscheinend ein bisschen bergab geht. Ja, aber ich glaube, das passt soweit. Können wir natürlich reinbremsen mit der direkten Bremse oder mit dem Lokführerbremsventil. Wir haben leider keine elektrische Bremse. Sehr schön, Baureihe 155 von der DB. Wir können natürlich das Licht auch hier anlassen, aber ich glaube, also klar sehen wir dann die ganzen Instrumente, aber das ist dann nicht mehr so angenehm zu gucken, oder? Oder wie habt ihr das lieber? Lieber mit Führerstandslicht an oder aus im Dunkeln? Es gibt leider keine schwache Beleuchtung. Ich frage mich, ob es aber so eine Art Pultbeleuchtung gibt, weil hier ist ja eine Fahrschalterbeleuchtung. Und ich weiß nicht, welche Fahrschalter damit gemeint sind. Denn wenn ich hier hoch und runter drehe, dann verändert sich da nichts. Im Führerstand, ne? Ah, doch. Hier. Da seht ihr es hier beim GSMR. Na gut. Also so eine Art Buchfahrplanleuchte gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht. Sonnenblende. Gut, die brauchen wir definitiv nicht. Das ist die PZB-Einrichtung hier. Ah, das ist schon die gedimmte Variante. Ja. Spitzensignal Helligkeit. Ach genau, so können wir mal einen theoretisch die entgegenkommenden Kollegen und Kolleginnen grüßen. Das ist der Sander. Überbrückungsschalter Druckwächter Hauptluftleitung. Fehlt. Überbrückung Bremsdruckwächter. Aha. Motorlüfter, Kompressor, Zugheizung, Spitzensignale, Zugsammelschiene, können wir natürlich ausstellen, Instrumentenbeleuchtung, Trennschützen abfallen, können wir nicht bedienen, Fahrdienstleiter kontaktieren. Der Fahrstufenregler, Bremskraftwähler und Zugkraftwähler,
Bremse lösen, Notausschalter, ja, Instrumentbeleuchtung, Leuchtmelder prüfen, Siefer haben wir hier auch nochmal, Scheibenwischer, Scheibenwischergeschwindigkeit, Makro, ja. Mir hat irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben, dass der Führerstand hier im PSW recht groß wirkt. In Realität hat man da noch viel weniger Platz, als es hier aussieht jetzt im Simulator. Gucken wir das Licht aus. War das noch gleich? Sorry, kurz mal die Nase putzen. Hab nämlich, glaube ich, so eine ganz, ganz leichte Erkältung. Aber das soll euch nicht kümmern, das ist mein Anliegen. Bevor sich übrigens jemand wundert, was genau diese blauen Lichter hier sind. Ah, oh, wir sind so schnell. Ja, ja, ja. Okay. Hauptschalter schließen. Transformator ein. Bremsen sind gelöst. Ja, da habt ihr es gesehen, was passiert ist. Eine Zwangsbetriebsbremsung. Wir haben die 125 km/h überschritten. Schneller dürfen wir nicht fahren, qua PZB-Modus M. Und dementsprechend wurden wir jetzt gnadenlos runtergebremst. Ja, was ich nur im Begriff war zu sagen, falls sich jemand wundert, was hier diese blauen Reflexionen sind, das wird vermutlich das GSMR hier sein, das einfach drauf reflektiert. Aber ja. Okay, ab hier theoretisch streckenseitig 140, aber zugseitig und PZB-seitig natürlich immer noch nach wie vor maximal 120. Eine wirklich wunderschöne Lok, die 155. Die allererste vergleichsweise ältere Lok, die wir im TSW hatten, was deutsche Fahrzeuge angeht. Ja, wobei, naja, stimmt gar nicht. Die 143 hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon gehabt im TSW. Wobei die 155, die wir jetzt gerade fahren, ist nicht die, die es für, was war das, Rosig Nord als DLC gab. Sondern das ist die 155, die es mit Bremen-Oldenburg gab. Die ist, glaube ich, ein bisschen geupdatet. Hat auch, glaube ich, eine funktionierende LZB drin. Wir schauen, dass wir dieses Mal nicht wieder zu schnell werden. Und haben noch 15 Kilometer bis Mitte. Da halten wir natürlich nicht an, sondern fahren da auch durch. Ich hoffe auf freie Fahrt. Genau. Ja. Also hier wird es auf jeden Fall, glaube ich, noch recht frei sein. Ab hier könnte es schwierig werden, ab diesem Bereich mit freier Fahrt. Aber mal gucken. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird, ne? Da ist irgendwas Gelbes. Okay, 130. Also alles gut soweit. Schön, schön. Hier gelten dann die 130 und das R steht wohl für Radebeul, denke ich. So, Leistung wieder runter. Wir wollen keinen Stress wieder mit der PZB haben. Ankündigung auf 100. Gelten auch wohl für uns. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen reinbremsen. So. Okay, aber doch nicht. Ja, anscheinend doch nicht. Oder? Mal gucken, was hier jetzt beim nächsten Signal steht, aber dann galten die 100 wohl doch nicht für uns. War wohl ein anderes Gleis. Nee. Wir dürfen laut hart 160 fahren. Kommen wir natürlich dieser riesigen Stadt Dresden immer näher. Dementsprechend wird es auch hier immer urbaner. Links schon die S-Bahn-Trasse, wo die S-Bahn Dresden langfährt. Uhrzeit ist noch nicht so viel. Ja, wobei doch um 6 Uhr durchaus schon möglich, dass uns noch die ein oder anderen S-Bahn-Züge entgegenkommen. Während wir uns hier unseren Weg durch Ostdeutschland pflügen. Ja, was ich aktuell versuche, was so TSW-Videos angeht, möglichst immer jetzt Fahrzeuge mal auszuführen und Strecken zu zeigen, die wir bisher noch nicht seit TSW 4 zusammen gefahren sind. Einfach auch um zu sehen, ob sich da vielleicht irgendetwas verändert hat. So, aber dass wir halt die auch mal im TSW 4 zusammen fahren. Allein um auch zu zeigen, dass es halt eben möglich ist, im TSW 4 auch die ganzen alten DLCs zu spielen. Die Frage kommt tatsächlich immer und immer wieder. Wundert mich ein bisschen, dass die Frage überhaupt kommt. Aber ja, man kann alle DLCs, die man vorher hatte, die man beispielsweise im TSW 3 hatte, kann man auch im TSW 4 spielen.
Da fährt gerade besagte S-Bahn Dresden ein. Nach 146.2. In Realität fahren hier, glaube ich, 146.1er, aber die haben wir halt nicht im Spiel. Das wäre auch schön, ne? 146.1. 185.1. Das wären schon ganz coole Loks, die auch im Game zu haben. Die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Sound. 152 wäre mega cool. Alleine weil die Einfahrsounds der 152 so unglaublich genial sind. Klingt aber so ein bisschen wie ein ICE3, finde ich. So, was ist das? N. Ja. Jetzt muss man herausfinden, wofür das N steht. Aber was wir auf jeden Fall dank dem HUD schon mal jetzt wissen, ist, dass wir in 3 Kilometern eine Ankündigung auf 80 haben. Also gucken wir mal, dass wir davon dann nicht überrascht sind. Ich lasse schon mal ausrollen. Nochmal die S-Bahn Dresden. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen reinbremsen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht keine Beeinflussung bekommen. Sonst müssen wir nämlich auf 70 runter. So, Bremsen lösen. Da ist die 80, die bestätigen wir. Hervorragend, keine Beeinflussung bekommen. Das hat perfekt geklappt. Dann können wir wieder ein bisschen Leistung aufschalten, dass wir auf die 80 auch hochkommen. Wir haben nämlich schon genug rumgetrödelt heute. Vermutlich dazu geführt, dass irgendjemand hinter uns schon bereits Verspätung aufgebaut hat. Aber ja, Güter gehören auf die Schiene und wenn man das so meint, dann muss man das halt eben auch umsetzen. Und dann gehört es auch mal dazu, dass irgendein schlecht ausgebildeter Lokführer wie ich sein Fahrzeug nicht bedienen kann. Hallo? RE50 nach Leipzig. War das nur 110 hinten? Ich glaube schon. Ein bisschen gehofft, dass wir in den Sonnenaufgang hineinfahren, aber ja, dem ist wohl nicht so. Gut, es ist auch Dezember, da ist es glaube ich um 6.30 Uhr noch nicht wirklich hell. Ja, wobei, ja, je nach Breitengrad durchaus auch schon. So, 155 fährt hier auch vorbei. Pressnitztalbahn. So, das ist Dresden-Neustadt. Ich habe mir sagen lassen, in Dresden-Neustadt sind eher so, ja, vor allen Dingen so viele junge Menschen auch unterwegs. In der Neustadt gibt es sehr schöne sogenannte Szeneviertel. Ein Boomer-Begriff, würde ich behaupten. Viele Cafés, ich weiß was, ich möchte den Nebel zum Schluss doch jetzt mal komplett weg haben. Ja, wobei, das sah doch mit Nebel ein bisschen besser aus. Ups, nee, das ist falsch. Ja, wobei kümmern wir uns jetzt nicht um den Nebel und so, weil am Ende verpasse ich eine Beeinflussung und dann haben wir noch die Zwangse. Genau, also in der Neustadt auch viele Cafés und Restaurants und Bars und solche Sachen. Einmal ganz kurz noch ein obligatorisches Foto hier auf der Brücke geschossen. Wie immer, ihr kennt das bei mir. Also wer
Das ist aber ein schönes Bild. Wer häufiger bei mir zuschaut, der weiß ganz genau, dass ich es nicht lassen kann, auf dieser Stelle ein Foto zu schießen. Das sieht doch mal wirklich schön aus, oder? Also hier so. Uiuiui. Oh ja. Das ist richtig schön. Vielleicht so, dass man hier noch durchs Fenster durchguckt. Also praktisch die Schärfe eingestellt auf da hinten. Na, noch ein bisschen unschärfer bitte hier den Vordergrund. So. Na? So vielleicht. Das sind ein paar echt hübsche Fotos. Und ich hätte gerne hier einmal noch die Instrumente fokussiert. Also einmal den Schwerpunkt auf hier vorne gesetzt. Ja, na, schön sieht sie aus, die 250. Auch hier übrigens mit ganz vielen Details hier so am Rand. Bremseigenschaften und so. Vierter, fünfter. Aha, interessantes Datum. Das sieht auch, uiuiui, das sieht aber auch schön aus. Das ist richtig schön. Sorry, totale Selbstbeweihräucherung hier. Im Sinne von, nein, also ich meine jetzt nicht, dass ich hier wundervolle Perspektiven schaffe, sondern dass uns das, dieses Camera-Tool ja und diese wirklich, wirklich schönen Möglichkeiten gibt, wirklich echt hübsche Fotos zu machen. Man kann es nicht anders sagen. Hier so mit der Spiegelung. Okay, so genug dessen. Abgeschaltet. Wir bremsen mal ein bisschen rein. Also ich muss sagen, Performance auf Dresden-Riesa deutlich besser geworden. Gerade hier in diesem Gebiet war die Performance eigentlich teilweise unterirdisch und jetzt mittlerweile wirklich echt gut geworden. Oh, ein bisschen zu stark reingebremst. So stark wollte ich gar nicht reinbremsen. Also da muss man echt sagen, mit dem TSV4-Update von Dresden-Riesa ist die Strecke wirklich, die war ja vorher schon top und jetzt ist sie einfach wirklich perfekt, meines Erachtens. Dresden-Riesa vielleicht oder vermutlich die beste deutsche Strecke nach wie vor. Jetzt hätte ich doch wieder gerne ein bisschen Nebel. Gelten nicht für uns. Die 60 hier vorne gehen schon. Vorsignalwiederholer. Bestätigen wir auch und ab hier vorne gelten die 60. Wofür auch immer das H jetzt steht, das weiß ich jetzt beim besten Willen nicht. Dann an der Wand. Okay, wir haben halt zu erwarten. Ich hätte mich jetzt vielleicht gar nicht befreien sollen. Bestätigen wir.
leer tatsächlich, ja, wobei geht. Ah, da steht ein bisschen was rum. Aber hier oben auch nichts. Irgendwie auch eine schöne Perspektive, oder? So dran vorbeizufahren. Aber ich sehe den Zwang so voraus, wenn ich mich jetzt nicht hier konzentriere. Stehen hier schon mit der Schubkarre bereit, um irgendwas einzukarren, da hinten noch mehr. Und wir müssen jetzt hier vorne anhalten. Aber vielleicht reicht das, um genau richtig zum Stehen zu kommen. Vielleicht akzeptiert das der TSW. Nein, tut er nicht. Ich würde sagen, wir können aber trotzdem ruhig an dieser Stelle die Fahrt beenden, die gemeinsame. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.